Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Lärm ist derzeit in der Tat in der politischen Debatte wirklich nicht zu überhören. Ob an Flughäfen, bei der Straße, der Schiene, Land auf, Land ab, wird bei vielen Infrastrukturprojekten gestritten und diskutiert. Und auf der einen Seite stehen die Bedürfnisse von Anwohnern, für die wir alle großes Verständnis haben. Auf der anderen Seite steht aber auch unser Interesse, Mobilität zu ermöglichen, eine funktionsfähige Infrastruktur zu haben und nicht zuletzt unseren Beitrag zu leisten für den Erfolg unserer Wirtschaft und für den Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland. Und hier müssen wir zu einem ausgewogenen Ausgleich kommen. Heute diskutieren wir, kommen wir gleich noch dazu, gleich über drei Anträge, die sich alle in erster Linie mit dem Thema Schienenlärm beschäftigen. Und ich will gleich sagen, dass ich für viele der Forderungen in diesen Anträgen durchaus Sympathie habe. Lärm ist wahrlich eine Plage. Sicherlich steigt heutzutage aber auch die Sensibilität der Bevölkerung für solche Belastungen und dadurch begründete Gesundheitsgefahren an. Von daher ist richtig, was in den Oppositionsanträgen zum Lärm an sich steht. Und es ist vollkommen unstrittig, dass wir Anwohner vor Lärm schützen müssen und es unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Lärm möglichst gar nicht erst entsteht, sondern schon an der Quelle bekämpft wird. Bei unseren Debatten zum SPD-Antrag zum Mittelrheintal wie auch im Koalitionsantrag zur Rheintalbahn haben wir schon deutlich gemacht, wie sehr wir als Unionsfraktion die Bedürfnisse der lärmgeplagten Bevölkerung zu unserem Anliegen gemacht haben. Und auch deshalb halten wir uns an das Bekenntnis im Koalitionsvertrag zu mehr Schutz vor Lärm. Und besonders das gerade angesprochene Lärmprivileg der Schiene, also wie es Toni Hofreiter gesagt hat, dass an Schienenstrecken mehr Lärm geduldet wird als an anderer Stelle, ist nicht mehr vertretbar und muss daher abgeschafft werden. Jawohl, machen wir. Die Abschaffung dieses sogenannten Schienenbonus ist erklärte Sache der christlich-liberalen Koalition und dazu bekennen wir uns mit Nachdruck, so auch heute und auch in der Zukunft in unseren weiteren Beratungen im Verkehrsausschuss. Wir sind die erste Regierungskoalition, die sich darauf verständigt hat, den Schienenbonus abzuschaffen und damit nun ernst macht. Und wie sich alle Abgeordneten, die schon in früheren Regierungskonstellationen hier mitgearbeitet haben und es nicht so weit gebracht haben, dieses Thema anzupacken, es sich noch nicht mal vorgenommen haben, denken können, war es nicht ganz einfach, in der Abstimmung zwischen den verschiedenen beteiligten Politikern voranzukommen. Aber am Ende zählt das Ergebnis und diese Woche, meine Damen und Herren, auch von der Opposition wurde die Ressortabstimmung zur Abschaffung des Schienenbonus förmlich eingeleitet. Jetzt hätte ich von Ihnen ein bisschen Anerkennung und Applaus erwartet. Zugegebenermaßen, auch wir hätten nichts dagegen gehabt, wenn es etwas schneller zu Ergebnissen gekommen wäre. Nicht zuletzt hatten wir ja mit den Stimmen von Union und FDP bereits vor einem Jahr im März zum Thema Rheintalbahn im Deutschen Bundestag die Forderung nach Abschaffung des Schienenbonus bekräftigt und die Bundesregierung aufgefordert, die dafür notwendigen Schritte zu unternehmen. Wir stehen zu unserem Wort und nehmen die Bundesregierung in die Pflicht, den Entwurf zur Änderung des betreffenden Gesetzes und der dazugehörigen Verordnung vorzulegen. Der Schienenbonus wird abgeschafft. Das ist erstmal eine gute Nachricht für die Menschen in Deutschland. Wir halten Wort und gerne können wir in einer der nächsten Verkehrsausschusssitzungen dann auch ins Detail gehen und auch einen eigenen Antrag unserer Fraktion darüber beraten. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass die Ressortabstimmung bereits eingeleitet ist. Wie gesagt, hätten Sie es früher selber hinbekommen, als Sie noch an der Regierung waren, dann müssten Sie jetzt eigentlich nicht so große Reden schwingen. Wenn aber der Schienenbonus abgeschafft ist, dann heißt es noch nicht, dass alle Schienenlärmprobleme beseitigt werden. Denn die Abschaffung des Schienenbonus greift in die Zukunft. Für bestehende oder bereits im Bau befindliche sowie planfestgestellte Schienenstrecken brauchen wir andere Lösungen. Und wichtig ist dabei, dass wir im gesamten Schienennetz durch unterschiedliche Maßnahmen die Lärmemissionen nachhaltig reduzieren. Innovative Maßnahmen am Fahrweg, andere Bremssysteme, verbesserter Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen und auch Vereinbarungen wie ein so ja auch im Grünen Antrag gefordertes lärmabhängiges Trassenpreissystem. Das alles sind Beispiele für weitere Möglichkeiten der Lärmreduzierung, die ein Lärmprivileg der Schiene endgültig unnötig machen. Das große und bedeutende Projekt Rheintalbahn, über das wir schon mehrfach im Deutschen Bundestag diskutiert haben, ist zudem ja ein gutes Beispiel für andere Möglichkeiten der Politik, wo sich alle Beteiligten, Kommunal-, Landes-, Bundespolitik, Bürgerinitiativen, Deutsche Bahn zusammengesetzt haben und zu Lösungen gekommen sind,
die es in diesem konkreten Fall durch Zugeständnisse sowohl von Land als auch von Bund, vertreten durch den Staatssekretär Scheuerle, dort unnötig machen, auf die Abschaffung des Schienenbonus warten zu müssen, sondern durch Vereinbarungen erreicht wird, dass dort die Abschaffung des Schienenbonus durch andere Maßnahmen umgesetzt wird, ohne dass wir das hier erst im Bundestag beschließen müssten. Dabei muss aber uns Politikern klar sein, dass es nicht ausreicht, immer nur nach dem Bund zu rufen, sondern dass wirklich alle Beteiligten sich dort in die Pflicht nehmen lassen müssen. Sie haben in Ihren Anträgen aber auch andere Themen angesprochen. Im SPD-Antrag zum Infrastrukturkonsens werden aus unserer Sicht in erster Linie Maßnahmen aus dem nationalen Verkehrslärmschutzpaket 2 aufgegriffen, die ohnehin realisiert werden oder in anderem Zusammenhang bereits geprüft werden. Auch hier hätte sicher manches schneller und weiter gehen können. Allerdings dürfen wir bei dieser ganzen Diskussion auch nicht vergessen, dass es immer um Geld geht. Das fehlt an allen Ecken und Enden in der Infrastruktur. Und dieses Geld müssen wir auch erstmal zur Verfügung stellen können. Nichtsdestotrotz können wir festhalten, es tut sich etwas. Wir machen viel für mehr Schutz vor dem Schienenlärm. Und ergänzend zu dem, was wir in Deutschland beschließen können, wäre es bei einem mittlerweile ja schon kontinenteübergreifenden Schienenverkehr sicherlich sinnvoll, wenn wir auf europäischer Ebene zu gemeinsamen Lösungen kommen können und die EU mittelfristig nur noch leise Güterzüge in Europa zulassen würde. Auch hier, meine Damen und Herren, sollten wir und sollte die Bundesregierung aktiv bleiben. Ich freue mich auf weitere Fortschritte, die wir gemeinsam erreichen können, und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat nun Gustav Herzog für die SPD-Fraktion.